Vater, wir danken dir, dass unsere
unsere Augen, Herr, unsere Tränen, Herr, abwisch, Herr. Wir danken dir, dass du unsere Schmerzen kennst. Du kennst einfach überall, wo es weh tut in uns, unsere Herzen. Und du lässt ein Salböl in unsere Wunder strömen, Vater, damit wir geheilt werden. Danke für die Salbung heute Morgen. Danke für die Salbung. Die Salbung fließt auf den Kopf Aaron bis zum Bart. Dieselbe Salbung, Herr, strömt in diese Ort. Als du diese Salböl, als du die Mischungen an Mose gab, du sagst ihm, keiner darf dasselbe machen. Keiner kann das nachmachen. Keiner kann den Heiligen Geist nachmachen. Denn der Heilige Geist ist dein Öl, ist deine Salbung auf uns. Herr, dieses Öl, was auf uns strömt, keiner kann das nachmachen. Wir danken dir dafür, für dieses wohlriechende Öl. Wir können das riechen heute. Es riecht so stark in der Gegenwart Gottes. Es ist ein Wohlgeruch. Es ist ein Geruch, das falsche Gedanken entfernt. Es ist ein Geruch, das falsche Gesinnungen wegschafft. Es ist ein Geruch, das Stolz, Hochmut wegschafft. Es ist ein Geruch, das uns einfach gut tut und heilt und befreit und erquickt und säubert. Danke für diesen Geruch, Herr. Die Bibel sagt, als die dein Tempel an weiter, das Haus war volle dein Geruch, volle dein Salbung. Die Priester könnten nicht mehr reintun, um zu dienen. Denn du wolltest einfach zeigen, dass der Dienst anders ist. Dass es ein kommender Dienst wird, ein Dienst kommen wird, das auf Jeshua gebaut ist. Und dieser Dienst hat nicht mit Menschen werken, hat nicht mit Menschengaben, sondern mit deiner Gabe. Du bist der, der die Gabe schenkt. Du bist der, der alles offenbart. Denn du sagtest diese Frau, die Zeit kommt und ist gekommen, wo die wahren Anbeter den Herr im Geist und in Wahrheit anbeten. Vater, deswegen sind wir hier heute vor deinem Thron, um nach dir zu schauen, im Geist und in Wahrheit, denn du bist die Wahrheit. Du bist die Wahrheit jetzt in diesem Ort. Du bist die Wahrheit in unseren Herzen. Du bist die Wahrheit, die Welt erleuchtet hat. Du kannst dir deine und deine empfinde ich nicht. Wir danken dir, dass du uns, Halleluja, eingefroren hast. Wir danken dir, dass du uns segne heute Morgen. Ich danke dir, dass alle, die heute beladen gekommen sind, du nimmst die Lasten weg. Du nimmst die Schmerzen weg. Du nimmst die Sorgen weg. Oh Herr, wie oft laufen wir voller Sorgen, Herr. Sorgen von der Zukunft. Sorgen von was wir essen sollen. Sorgen von wie wir uns anziehen sollen. Wir haben nur Sorgen um Sorgen um Sorgen. Aber heute, die Sorgen sind weg entfernt. Du nimmst die Sorgen weg. Und du gibst uns deine Lasten. Und deine beste Last ist die Liebe, die Barmherzigkeit. Danke für die Liebe. Danke für das neue Charakter. Du schenkst uns deinen Charakter. Du schenkst uns deine Art zu denken, dein Wandern durch dein Wort, Vater. Oh Jesus, der Erlöser der Welt. Jesus Christus. Johannes sagt, ich sah ein Lamm auf dem Thron Gottes sitzen. Wie geschlachtet. Und ich sah ein Buch. Ich weinte viel, dass keiner in der Lage war, dieses Buch zu öffnen und es zu lesen. Aber ein Engel sagte, weine ich, denn der Lamm Gottes, der Sohn David, der hat gesiegt, der hat überwunden und ist würdig, das Buch zu öffnen und es zu lesen. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Jesus. Wir danken dir. Halleluja.
die Freiheit, Vater. Deswegen, Herr, sind wir seit einer Woche in deiner Gegenwart, um dich zu flehen, dass du alles, 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 alles wegnimmst, was uns hindert. Vater, ich sag mal so, wir sind vor deinem Thron jetzt und wir treten in Gespräch mit dir. Wir wollen auch deine Meinung hören, deine Stimme hören, was du dazu sagst, was du machen möchtest. Jesaja sagte in Jesaja 6, ich habe die Herrlichkeit Gottes gesehen, aber mein Mund ist schmutzig, ist voller Böse. Deswegen, Herr, in so einem Mund könnte Jesaja dich nicht dienen. Aber erst nach einer Befreiung sagte er, wem sollen wir senden? Und er öffnet dieselbe Mund und sagte, Herr, hier bin ich. Hier bin ich, sende mich. Herr, hier sind wir. Mach uns frei, um dich zu dienen. Brich unsere Ketten, damit wir dich in voller Freiheit, voller Bewegung, dich dienen, Vater. Halleluja. 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 Mose 8.
Vers 1 bis 9. Das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr bewahren, um es zu tun, damit ihr lebt und euch mehrt und hineinkommt in das Land im Besitz nehmen, das der Herr, eure Väter, zugeschworen hat. Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbart würde, was in deinem Herzen ist. Ob du seine Geboten halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Deine Kleider sind nicht zerschlumpft an dir und deine Füße sind nicht geschwollen diese 40 Jahre. So erkenne nun in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Und bewahre die Gebote des Herrn, deines Gottes, dass du in seine Wege wanderst und ihn fürchtest. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, in ein Land, in dem Wasserbäche, Quellen und Seen sind, die in den Tälern und auf den Bergen entspringen. Ein Land, in dem Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatenäpfel gedeihen. Ein Land voller Olivenbäume und Honig. Ein Land, von dem du nicht kümmerlich nähren musst, in dem es dir an nichts mangelt. Ein Land, dessen Steine Eisen sind, wo du Erz aus den Bergen hauen willst. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir lesen noch Wir lesen Jeremia 24. Jeremia 24. Der Herr ließ mich schauen und siehe, da standen zwei Körbe mit Feigen vor dem Tempel des Herrn. Das war, nachdem Nebukadnezar, der König von Babel, dem Jekonia, den Sohn Joachims, den König von Juda, aus Jerusalem gefangen geführt und ihn samt den Fürsten Judas und den Schmieden und den Schlossen nach Babel gebracht hatten. Der eine Korb enthielt sehr gute Feigen, sowie die Frühfeigen. In anderen Korb aber waren sehr schlechte Feigen, die man von Schlechtigkeit nicht genießen konnte. Da sprach der Herr zu mir: Jeremia, was siehst du? Feigen, antwortete ich. Die guten Feigen sind sehr gut und die schlechten Feigen sind sehr schlecht, so dass man sie vor Schlechtigkeit nicht genießen kann. Da erging das
Zorn des Herrn an mich vollmacht. So spricht der Herr, der Gott Israel. Wie diese guten Feigen hier, so will ich die Gefangene Judas, die ich von diesem Ort weg ins Land der Chaldea geschickt habe, als gut angesehen. Und ich werde meine Augen auf sie richten, zum Guten, und sie wieder in dieses Land zurückbringen. Und ich werde sie bauen und nicht niederreißen, pflanzen und nicht ausreißen. Und ich will ihnen ein Herz geben, dass sie mich erkennen sollen, dass ich der Herr bin. Und sie sollen mein Volk sein. Und ich will ihr Gott sein. Denn sie werden sich von ganzem Herzen zu mir bekehren. Aber wie die schlechten Feigen, die so schlecht sind, dass man sie nicht genießen kann, so will ich Zedekia, den König von Juda, behandeln, spricht der Herr. Und seine Fürsten und der Überrest von Jerusalem, sowohl die, welche in dieses Land übrig geblieben sind, als auch die, welche im Land Ägypten wohnen. Und ich will sie zum Ersetzen, zum Unheil dahin geben, in alle Königreiche der Erde, zum Schimpfwort und zum Sprichwort, zur Spottrede und zum Fluch an alle Orte, wohin ich nicht verstoßen werde. Und ich werde gegen sie das Schwert, die Hungersnot, die Pest loslassen, bis sie vollständig aus dem Land vertrieben sind, das ich ihnen und ihre Väter gegeben habe. Halleluja. Ja, wenn man solche Worte lese, das eine hat mit dem anderen zu tun. Wir wissen ja, dass Gott Israel aus Ägypten geholt hatte. Und wir haben gesehen, das Ziel Gottes war, dass die aus Sklaverei rausgehen, um ihnen zu dienen und vor ihn einzutreten. Und wir vergleichen immer ihren Auszug aus Ägypten mit dem neuen Gebot. Das bedeutet, ohne dass man neu geboren ist, kann man Gott nicht wohlgefällig sein. Kann man sogar Gott nicht als Papa nennen. Deswegen, als Jesus sagt, wenn ihr betet, sagt Vater unser. Wer kann Vater unser sagen? Nur die, die vom Vater geboren sind. Es ist keine Beschimpfung, wenn man dir sagt, du sollst dein Leben prüfen, ob du wahrhaftig neu geboren bist. Weil wenn jemand aus dem Vater geboren ist, es gibt bestimmte Sachen, die man nicht mehr tun kann. Es gibt bestimmte Bewegungen, die man nicht mehr haben kann. Wenn man sagt, ich bin mit Jesus gestorben, du bist mit Jesus gestorben, aber sieht man das wirklich in deinem Leben? Sieht man das in deinem Charakter? Sieht man das in deinem Benehmen? Sieht man das in deiner Art zu reden? Wir wollen die Herrlichkeit Gottes erleben. Gott ist hier, aber die Frage ist, bist du bereit, wirklich Gott zu empfangen? Er sagt an der Gemeinde Laodicea, siehe, ich stehe vor der Tür, ich klopfe an. Es ist eine Schande, dass Gott vor der Tür noch steht. Es ist wirklich schlimm, dass Gott sagt, ich stehe vor deiner Tür. Gott sollte nicht mehr vor deiner Tür sein, sondern Gott sollte im Haus sein, um Gemeinschaft mit dir zu haben. Auch die beiden Jünger, die auf dem Weg Emmaus waren, Jesus erschien ihnen. Die haben nicht mal erkannt, dass es Jesus war. Die haben nicht mal gesehen, ihre Augen waren noch nicht offen. Aber ab dem Moment, wo die das Brot brachten, ihre Augen gingen offen und sie erkannten, dass es Jesus Christus war. Aber er war schon weg. Ich weiß nicht, vielleicht hat er etwas vor. Vielleicht, wenn die ihn früher erkannt hätten, hätten sie was mehrere Fragen gestellt, hätten sie auch Antworten bekommen, hätten sie Segen erlebt oder irgendwas. Aber Gott wollte auch das so. Und die bekam Brot und plötzlich die Augen gingen auf. Ich habe eine Frage an dich. Wenn du das Wort Gottes liest, gehen deine Augen auf? Siehst du Gott? Oder wenn du das Wort Gottes liest, du denkst, es ist für die anderen, es ist nicht für mich.
Ich bin schon so heilig. Ich bin schon so stark. Ich bin schon so groß. Hey, bis zum Rückkehr, Jesus. Wir alle, wir brauchen das Wort. Wir brauchen das, wenn wir lesen, dass unsere Augen offen gehen, dass wir sagen, Herr, danke für deine Herrlichkeit. Aber ich sage euch eins, wenn meine Augen aufgehen, das Erste, was ich sehe, ist die Herrlichkeit Gottes. Und wenn ich die Herrlichkeit Gottes, wisst ihr, was die Herrlichkeit Gottes macht? Das reflektiert auf mich. Und wenn das auf mir reflektiert, ich sehe meine Dunkelheit, ich sehe meine Finsternis, ich sehe mein Stolz, ich sehe mein Hochmut. Ich schreie, oh weh, Herr, du bist so herrlich, Herr. Nein, ich kann dich nicht mehr sehen. Warum? Das ist, was Jesaja gesehen hat. Jesaja hat seinen Stolz. Das Volk hat einen Mund voller Stolz, voller Hochmut. Und es sah das. Er sagte, nee, Herr, deine Herrlichkeit, das Volk ist so schmutzig. Nein, Herr, mein Mund ist voller Stolz, voller Hochmut, voller schmutzige Sache. Herr, komm mir zu Hilfe. Der Herr kann dir nicht helfen, wenn du nicht erkennst, dass du Hilfe brauchst. Der Herr kann dich nicht befreien, wenn du nicht erkennst, dass du Befreiung brauchst. Ich sag mal so, Befreiung ist kein Wundermittel. Befreiung ist eine der Wunder, was Gott uns gegeben hat. Aber manchmal denkt ihr, ja, ab dem Moment, wo alle Dämonen aus mir weggehen, mein Charakter verändert sich, mein Ego geht weg, mein Stolz geht weg. Nein! Es hat mit Fleisch zu tun. Was sagt man mit dem Fleisch? Du sollst dein Fleisch kreuzigen. Jeden Tag dein Fleisch kreuzigen. Dämonen sind da, um uns zu behindern und zu verhindern, dass wir Gott wahrhaftig dienen. Die sind da, um uns zu ermüden. Die sind da, um uns kaputt zu machen, um uns schlecht zu machen. Die sind da, um uns zu blockieren. Die sind da, um, wie ermüden sie uns? Die legen ständige Stolpermittel, Hindernisse, damit wir immer müde, immer müde, immer müde, Streit, ständige Streit zu Hause, ständige Streit bei der Arbeit, ständige Krankheit, ständig, und irgendwas sagst du, ich habe keinen Bock mehr. Das ist die Aufgabe von bösen Geistern. Wir sind alle errettet, aber ich habe eine Frage. Seitdem du errettet bist, bist du nie mehr krank geworden? Hast du keine Angriffe erlebt? Wir erleben alles. Deswegen sagte Jesus, wachet und betet. Und Paulus sagte, nimm die Waffenrüstung. Es ist eine Seite, aber das andere, wie ist es mit deinem Charakter? Wie ist es mit deiner Art, mit Leuten zu reden? Deine Zunge ist vielleicht, die Bibel sagt, wenn deine Hand dich hindern will, im Himmelreich zu gehen, senke einfach. Schneidet ab. Ist es deine Zunge? Dass ein Problem ist? Ist es deine Zunge, Robert? Was ein Problem ist? Was dich dazu hindert, Gott zu dienen? Sind es deine Augen? Was dich hindert, Gott wirklich zu dienen? Was ist dein Problem? Heutzutage kann man dich nicht mehr ermahnen. Du blockierst sofort ab. Wenn eine Schwester zu dir oder ein Bruder zu dir kommt, ich habe wirklich bemerkt, nein, 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 du blockierst sofort ab. Ist es so, was die Bibel uns sagt? Ist es so, dass wenn Ermahnung kommt, wir blockieren? Ich kann die andere ermahnen, aber keiner kann mich ermahnen? Nein, ist es nicht, was Gott gewollt hat? Jesus sagte sogar, als man diese Frau schneiden wollte. Der Erste, der noch nicht gesündigt hat, soll als Erste den Stein werfen. Wir sind bereit, Steine auf andere zu werfen, wenn wir ihre Fehler sehen, ihre Sünde. Aber wie ist es bei uns? Wie ist es bei dir? Wie ist es bei mir? Gott hat mir einen belehrt. Mein allererster Spiegel, wo ich mich sehe, ob ich noch stolz bin, hochmütig, ist meine Frau. Ob ich noch böse bin, meine Frau ist die Erste,
die das erlebt, die Schmerzen erlebt, die durch meine Karte leidet, die durch meinen Stolz leidet, die durch meinen Hochmut leidet, meine Frau. Und wenn meine Frau zu mir kommt und sagt, pass auf, du mein Ehemann, und ich sage, ich rede von mir, das habe ich öfter erlebt. Meine Frau sagte, ich bin, wie heißt noch der Prophet, ist es Micha, wo Achab gesagt hat, er prophezei mir nichts Gutes, immer Schlimmes. Meine Frau sagte, ich bin dein Micha, ob du willst oder nicht, ich bin dein Micha. Meine Frau kam zu mir und sagte, mein Ehemann, ich sehe das und das und das und das. Komm, lass uns ins Gebet zusammentreten. Ist am Anfang so blind? Nein, nein, nein. Alles, was du siehst, ist in deinem Leben, nicht in meinem Leben. So bin ich nicht. Bis meine Frau zum Herrn ging und schrie. Sie sagte, möchtest du, dass ich deinen Ehemann verändere? Meine Frau sagt ja. Meine Frau war unterwegs Richtung Straßburg. In einer christlichen Bücherei. Die sieht ein Buch. Der Herr sagt, kauf dieses Buch. Die nahm dieses Buch, fing an zu lesen. Und der Herr sagte ihr, damit du verändert wirst, damit dein Mann verändert wird, fängt bei dir an. Ich habe Jahre erlebt, dass meine Frau mein erster Spiegel ist. Die kennt mich besser wie jede andere. Warum? Die aus mir rausgekommen ist. Du denkst manchmal, deine Eltern kennen dich besser wie alle. Ja, die haben dich erzogen, das ist wahr. Aber es gibt etwas Geistliches in der Ehe. Dadurch, dass deine Frau aus dir rausgekommen ist, die kennt dich besser wie jeder. Die kennt dich geistlich, seelisch und körperlich. Das letzte Mal, dass deine Mutter oder dein Vater dich Nachricht gesehen hat, war vielleicht, als du 10 Jahre warst. Ab 12 hast du dich versteckt. Wenn die Mama in der Dusche und Papa in der Dusche, Mama, was soll das? Hast du die Tür zugemacht. Aber die jeden Tag dich nackig sehen, ist deine Frau. Die sieht alles. Ob es Behinderung gibt, was wir nicht sehen in dir, deine Frau sieht das. Und genauso wie deine Frau dein Körper sieht, die sieht auch deine Seele. Die kennt deine Seele. Weil ihr seid eine Seele. Und genauso wie deine Frau deine Seele sieht, die kennt dich im Geist, wie du dich im Geist entwickelt und bewegt. Die kann beeinflussen in Gute oder in Schlecht. Genauso wie Jesus die Gemeinde beeinflussen kann, genauso kann deine Frau oder dein Ehemann dich im Geist beeinflussen. Wenn deine Frau eine wahre Anbeterin ist, die kann dein Leben beeinflussen, damit du auch in diese, die kann dich hineinziehen in der wahren Anbetung und Wahrheit. Aber wenn deine Frau eine schläfrige Frau ist, wenn deine Frau eine Frau, die keine Zeit für Gebet, keine Zeit für Lobpreis, keine Zeit für Gott, die kann dich anstecken. Die kann dich sehr schnell einstecken. Meine Frau kommt zu mir, Schatz, lass uns mal zusammenfassen. Sag, okay. Oder ich gehe in 21 Tage fasten. Ich sage, okay, Schatz, ich werde zwar nicht 21 Tage fasten, aber ich begleite dich. So sind wir gemeinsam gewachsen. Und so haben wir angefangen, Frucht vor den Herrn zu bringen. Nicht gut, nicht schlechte Frucht, aber gute Früchte. Deine Gabe werden dich nicht erregen. Deine Dienste werden dich nicht erregen. Aber die Frucht, die du herausbringst, sind die dich erregen werden. Halleluja. Die Frucht, die du herausbringst, wie sieht deine Frucht aus? Wir sehen vor dem Herrn zwei Körbe voller Feigen. Sehr gute und sehr schlechte Feigen. Es gibt keine Zwischen. Habt ihr einen Zwischenkorb gesehen? Habt ihr einen anderen, der ein bisschen Wurm hat, wo man absägen könnte, die Wurm rausschmeißen und essen? Nein. Wenn ich meine Frucht bei mir habe, ich sehe, es ist ein bisschen kaputt, ich säge ab, ich nehme das gut. Nein, der Herr möchte nicht absägen. Der Herr möchte sehr gute Frucht haben. Sehr gute Frucht. Deswegen hat er uns den Heiligen Geist gegeben. Damit der Heilige Geist
uns dazu bringen, gute Frucht herauszubringen. Ich möchte uns ermutigen, dass wir daran arbeiten, dass aus uns, wenn der Herr deine Frucht sieht, dass er sagt, das ist der Mann, die Frau nach meinem Herz. Glaubt ihr, David war besser wie Saul? Glaubt ihr wirklich, dass David besser wie Saul war? Wie viel Sünde hat Saul begangen? Eine. Ungehorsam. Nur eine einzige. Wie viel Sünde hat David? Man kann nicht mal zählen. Er hat die 10 Gebote gebrochen. Getötet, die Frau von der Freund, von der genommen, gelogen und so weiter. Er hat fast die 10 Gebote gebrochen. Warum? Wer kann sagen, warum Gott David, ein Mann nach seinem Herz? Warum? Hat aufrichtig Buße getan. Wer hat noch etwas? Warum? Bin gleich fertig. Warum? David hat viele Sünder getrieben. Mehr Tausende wie Saul. Auch Saul hat nur einen. Wie war das Herz? Ja. Er war der Auserwählte. Ja, er war der Auserwählte Gottes. Es ist auch eine gute Antwort. Wie war das Herz David und das Herz Saul? Er war zornig, ja. Stolz. Er war stolz, ja. Stolz. Und was sagt Gott zu dem Stolz? Widerstehen. Gott widersteht dem Stolz. Gott kann nicht mit einem Stolz anfangen. Nichts. Wenn du Stolz in dir bewusst hast und nicht ablegst. Es gibt zwei Arten von Stolz. Sichtbare und versteckte Stolz. Es gibt Menschen, die strahlen nach Demut. Aber es kommen Situationen, wo du merkst, habe ich etwas übersehen? Es gibt Menschen, die haben versteckte Bitterkeit. Wir haben gestern über Bitterkeit geredet. Bitterkeit macht blind und hindert uns, Gott zu dienen. David und Saul. Gott war David gnädig. Warum? Wie hat sich David benommen, als er sich versündigt hat? Und wie hat sich Saul benommen? Zwei Körbe vor dem Herrn. Ein Korb mit sehr guter Frucht. Beide Körbe kommen aus Bäumen. Aber einer hatte sehr gute Frucht. Gott erwartet nicht, dass wir perfekt sein. Gott erwartet nicht, dass wir die Heiligste spielen. Gott weiß, dass du schwach bist. Gott weiß, dass du keine Kraft mehr hast. Gott weiß, dass du Hindernisse vor dir hast. Wenn mein Volk, auf dem mein Name berufen ist, sich demütig und nach mir auf. Wo steht das? 7,14. Wenn mein Volk, auf dem mein Name gerufen ist, David hat sich gedemütigt. David hat nicht gegen den Prophet diskutiert. Als der Prophet zu ihm kam, der Seher sagte, das. Derjenige, der das getan hat, soll vierfach zurückzahlen. Oder mit 4 Kalben zurückzahlen. David sagte nicht, ich bin der König. Ich muss das nicht zurückzahlen. Man sieht auch, wie der Prophet zu David kam, voller Weisheit. Weil du könntest nicht einfach vor den König eintreten, du bist ein Sünder, du hast gesündigt. Der König hätte ihn getötet. Der König David hätte ihn getötet. Aber er kam mit voller Weisheit und bringt David dazu, zu sehen. Er öffnete die Augen David in seine Schmutz, in seine Dunkelheit, in seine Böse. Vielleicht dachte David dadurch, dass er immer gewonnen hat, er war Licht, er war toll, er war Hund. Dieser Stolz hat ihn auch dazu gebracht, das Volk zu zählen und so weiter. Aber David erkannte, ich habe mich vor dem Herrn gesündigt, hat sich gedemütigt, hat nicht mit dem Propheten diskutiert. Was hat Saul gemacht? Was hat Saul gemacht? Er hat diskutiert. Und ist sogar gerannt, hat den Gewand
der Prophet gezogen. Warum? Er wollte, dass der Prophet sein Name vor den Volk verehrt. Er war nur auf sich selbst fokussiert. Er war nur auf sein Ich fokussiert. Er war nur auf seine Macht, Autorität fokussiert. David interessierte ihn nicht so, ob er mächtig war, ob er voller Salbung war. David war mehr wichtig. Was denkt Gott über mich? Was denkt Gott über mein Leben? David war sein ganzes Leben daraus gerichtet, Gott wohl zu gefallen. Deswegen, der Geist Gottes war in dem Leben von David. David war im Geist getauft. David ist nach dem Geist gewandert. Das sieht man in den ganzen Psalmen. Die sind einfach prophezeiend in manchen Psalmen. Er hat sich gedemütigt. Er hat sich gedemütigt. Gott erwartet unsere Demut. Bist du gedemütigt deinem Bruder gegenüber? Deine Frau, dein Mann gegenüber? Was sagt Gott im 5. Mose 8, die wir gelesen haben? Warum hat er die in der Wüste gebracht? Bitte geht nach Hause, liest das, wiederholt das, liest das, wiederholt das. 5. Mose 8. Warum hat er das Volk in der Wüste gebracht? Die hatte Hunger. Er könnte was Fleisch essen oder Eis geben. Was hat er gegeben? Manna. Was war die Lehre? Der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein. Der Mensch ernährt sich nicht vom Fleisch. Was ist die Werke des Fleisches? Was der Mensch sich ernährt ständig? Stolz, Hochmut, mein Ich, die Begierde des Fleisches. Was sind das? Der Mensch ernährt sich nicht von Fleisch, aber von allem, was aus dem Mund Gottes kam, von Wort Gottes. Halleluja. Der Herr segne uns alle. Amen. Ich möchte uns ermutigen. Der Herr ist gut. Lieber ein Herz wie David, als ein Herz wie Saul. Lieber jemand, der sich versündigt hat, nicht seine Sünde verbergt, aber öffentlich spricht. Ich habe mich versündigt. Ich habe eine Frage. Wenn ich als Pastor hier reinkomme und sage, ich habe mich versündigt. Wenn ihr aufsteht und geht, wir wollen nicht mehr mit diesem Mann Gottes zu tun haben. Da habt ihr nicht verstanden, worum es geht. Nochmal. Wenn euer Pastor vor euch kommt und sagt, ich habe mich versündigt. Ich tue Buße. Und du stehst auf und geh. Ich komme nicht mehr in diese Gemeinde. Ich habe nichts mehr, will nicht mehr. Dann hast du nicht verstanden, worum es geht. Aber wenn du auf dein Knie gehst und fein und schrei, Herr, danke, dass er sich versündigt hat, trotz seiner Sünde, wie David, er ist auf den Boden gegangen. Was ist mit David passiert? Nach der Sünde, nach der Umkehr, die Salbung ist nach oben gegangen. Nach oben gegangen. Wenn dein Bruder zu dir kommt und sagt, ich habe mich versündigt, sag, komm Bruder, wir gehen zusammen auf den Knie. Wir schreien, wir weinen, wir beten. Jonathan hat David liebt, hat alles genommen, David gegeben. Bist du bereit, auch wie Jonathan zu tun? Alles an deinen Bruder zu geben? Mit deinem Bruder zu weinen? Mit deinem Bruder zu schreien? Die Schmerzen deinem Bruder erkennen? Manchmal kommst du in der Gemeinde, merkst du, mein Bruder geht nicht gut. Du fühlst das in dir. Bruder, komm, lass uns mal zusammensitzen. Lass uns mal beten. Ohne zu fragen, wie geht es dir? Oder was ist bei dir? Nein, beten wir einfach. Das, dein Gebet ist ein Salböl, was du in dem Herz dein Bruder bringst. Halleluja. Oh, liebe Geschwister, wenn wir wie Jesus sein könnten. Jesus sieht eine Frau, die sich versündigt hat. Aber er sagte der Frau, ich auch. Ich auch, ich verurteile dich nicht.
ich verurteile dich nicht. Jesus hatte die Möglichkeit, die Frau zu richten. Jesus hatte die Möglichkeit zu sagen, es steht geschrieben, Moses hat es so gesagt, aber sollen wir tun? Aber Jesus, er hat sich daran erinnert, dass Gott die Welt so geliebt hat, dass er ihn sandte. Nicht um die Welt zu richten, nicht um die Menschen zu richten, nicht um jede schuldig zu sprechen. Wie oft sprechen wir unsere Geschwister schuldig? Wie oft sprechen wir unsere Familienmitglieder schuldig? Wie oft wollen wir immer Recht haben? Jesus hatte Recht, die Frau zu steinigen. Jesus hatte Recht, die Frau zu töten. Er hatte diese Möglichkeit. Aber er sagte zu der Frau, geh und sündige nicht mehr. Geh und sündige nicht mehr. Geh und sündige nicht mehr. Jesus, ich danke dir, dass du mich nicht schuldig gesprochen hast. Dass du mich trotz meiner Schuld, dass du mich nicht gesteinigt hast. Jesus, wir danken dir, Herr, dass trotz unserer Belastungen, dass trotz unserer Gestank, dass du uns umarmt hast. Wir haben von dir gestunken, Herr. Unsere Sünde waren hässlich, aber du hast uns umarmt. Du hast unsere Lasten auf dich genommen. Wir danken dir, Vater. Unsere Munde sind zu klein, um dir Danke zu sagen. Trotzdem, Vater, wir wagen, Danke zu sagen. Wir wagen für jede einzelne von uns, für unsere Geschwister, für unsere Familie, für deine Gemeinde. Thank you.
Unser Herz,